Sehr geehrter Herr Ständerat Luginbühl, Herren National- und Grossräte, Herr Gemeinderat Schmidt, Honoratioren, liebe Gäste. Ganz herzlich willkommen zu unserem traditionellen Impulsapero. Es ist nun schon der 23. und mit der Zahl der Gäste sind auch die beiden Veranstalter gewachsen. Abecklen Management Consultants heißen seit dem 1. Juli 2006 neu, wie Sie sehen, Implement Consulting Group Switzerland. Die Zürcher Beratungsboutique hat sich mit der skandinavischen Implement Consulting Group zusammengetan, mit gesamthaft nun über 500 Mitarbeitenden. Der Zusammenschluss ist die Krönung einer 10-jährigen strategischen und persönlichen Annäherung und damit haben sich zwei komplementäre Unternehmen gefunden. Implement kann Ihnen und uns als Partner und Kunden ein erweitertes Leistungsspektrum zur Verfügung stellen und Sie persönlich, aber auch international noch besser beraten. Herzliche Gratulation unseren Partnern zu diesem visionären Schritt. Eine ähnliche Wachstumsstrategie verfolgen wir von Kellerhals Garrard. Vor genau einem Jahr, am 1. September 2015, haben wir den Sprung über den Dröstigraben gewagt und uns mit Garrard in Lausanne zusammengeschlossen. Damit gehören wir nun mit über 130 Juristen und Niederlassungen in allen wichtigen Zentren der Schweiz sowie in Shanghai zu den zurzeit 5 größten Kanzleien der Schweiz, sind aber sehr föderalistisch organisiert und decken das ganze wirtschaftspolitische Spektrum ab. Föderalismus, Romandie, Lausanne. Der Übergang zur Vergabe des Bonipreises der Freiheit könnte natürlicher nicht sein. Sie erinnern sich, 2013 rief der hier anwesende vormalige Nationalrat Jean-Pierre Bonny eine Stiftung für die Freiheit ins Leben. Der Stiftungsrat, der Stifter selber, Gerold Bührer, Etienne Journaud und aus mir besteht, hat seither zahlreiche Projekte mit Freiheitsbezug gefördert und verleiht im Rahmen des Impulsi-Aperos jeweils auch einen Preis für die Freiheit. Dieses Jahr geht er zum ersten Mal an eine Dame und zum ersten Mal in die Romandie. Die Laudatio lautet wie folgt: La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise, deklamierte André Malraux. Ein Franzose natürlich, denn solche bedeutungsschwangere Aphrodismen sind der französischen Sprache vorbehalten. Und für eine glasklare Sprache, die Probleme filettiert und argumentative Schwadronneure verbal füsiliert, steht die diesjährige Preisträgerin des Bonipreises für die Freiheit. Die Sprache ist ihre Waffe, das Florett der Intellektuellen, der Pädagogin, der Politikerin, der Kolumnistin. Surtout en français, puisque son combat infatigable est consacré à la liberté personnelle et sociopolitique. Und diese Freiheit ist französisch. Pardon. Sie war französisch, denn schon längst hat sich der große westliche Nachbar von seinen wunderbaren Idealen verabschiedet. Frankreich vegetiert korporatistisch dahin und hofft darauf, dass sich der erste freiheitliche Denker seit Raymond Aron an die Seine verirre. Wie anders ist es da am Genfersee, einem wahrhaft bakantischen Nährboden, nicht nur für den Saft der Traube, sondern auch für die Kraft des Geistes. Die Rhone-Stadt hat Jeanne Hersch hervorgebracht, eine große freie Denkerin, die uns vor Jahren zugerufen hat, eine Kuh glotzt, aber der Mensch kann der Welt staunend und fragend begegnen, weil er eine Vernunft hat und weil er die Freiheit hat, sich zu entscheiden. Vielleicht entscheidet er nicht, aber er könnte entscheiden. In der Folge ist er dafür verantwortlich, wie er entscheidet. Und in Lausanne, der Stadt zwischen Jean Béron und Vuagère, ist es die Rechtsgelehrte, Pädagogin und Politikerin Suzette Sandeau, welche seit 1960, dem Jahr ihrer Matur, ihre Voix claire dans la foule erhebt, die uns immer wieder erstaunt, die uns fordert und provoziert, die aber stets in der Sache argumentiert und nicht auf Personen zielt. Wer ist diese Dame, die mit sanfter Stimme den Auswüchsen der anti-autoritären Erziehung ein Hochlebe der versohlte Hintern entgegenhält? 1942 geboren, wächst sie in einer protestantisch-mittelständischen Familie auf. Eine behütete Kindheit trotz schwieriger Nachkriegswirren. Schon früh findet sie zu der
zu den prägenden Themen ihres politischen und wissenschaftlichen Wirkens. Die Familie als Natur und Nukleus der Gesellschaft, die es zu bewahren gilt. Patriotismus als Liebe zum eigenen Land, der die Öffnung für anderes erst ermöglicht. Christliche Ethik als Kompass des Westens, die dem Islam selbstbewusst gegenübertritt und die schrankenlose Willkommenskultur als scheinheilig ablehnt. Dazu gesellt sich ihre Passion für Gerechtigkeit und für das Recht. Elle a réussi à équilibrer la vie familiale et la rédaction de sa thèse de doctorat. Madame Sandow fait partie de cette génération de femmes qui, sans être des véhémentes suffragettes, affirment avec sérénité et détermination leur place dans la société moderne. Dann, 1980, viel zu früh, verstirbt ihr Ehegatte und Madame Sandow ist zurück im Berufsleben. Sie intensiviert ihre Lehrtätigkeit im Privatrecht, steigt in die Politik ein und rasch in der Politik auf. 1986 Wahl in den Grossen Rat, 1991 in den Nationalrat. Évidemment, sur la liste libérale, qui n'a rien, mais vraiment rien à voir à Saint-Ouen dans le pays de Vaud avec la liste radicale. Ihre Voten im Parlament sind legendär. In der Form stehen sie der Tradition der französischen Rhetoriker. Freie, bildhafte und stringente Rede, gespickt mit einer Prise Selbstironie. In der Sache dient als Fil Rouge der liberale Wertekanon. Trat Nationalrätin Sandow ans Mikrofon, so verfocht sie engagiert die Sache der Freiheit des Einzelnen und verteidigte ihn gegen die schleichende Entmündigung durch den vereinnahmenden Wohlfahrtsstaat. Etwas, das sie mit unserem heutigen Gastredner verbindet. Deshalb redet sie der föderalen, regionalen und sprachlichen Vielfalt das Wort. In der Schweiz und in Europa. Und deshalb setzte sie sich ein für eine fördernde, aber auch fordernde Bildungspolitik. Gesellschaftspolitik sei sie nicht gerade à la mode, wird ihr heute ab und zu vorgeworfen, wenn sie die Drogenliberalisierung oder das Recht homosexueller Paare auf Kinder bekämpft. Doch die Mode, die sich per Definition auf den Geschmack der jeweiligen Zeit bezieht und die man deshalb auch als letzten Schrei bezeichnet, hat die interessante und eigenwillige Dame nie sonderlich interessiert. Ebenso wenig hat sie auf Popularität und Populismus geschielt. Ihre Antwort auf die Kritik, nicht modern zu sein, kontert sie kurz und bündig. Wer fundamentale Werte verteidigt, ist seiner Zeit immer voraus. Zu diesen fundamentalen Werten gehört für Madame Sandow auch die Verantwortung. Als sie als erste Frau zur Dekanin der rechtswissenschaftlichen Fakultät von Lausanne ernannt wird, ist für sie Schluss mit der Politik. Ein Dekan gehört auf den Campus der Universität, point final. Der Abschied aus dem Nationalrat fiel ihr wohl deshalb etwas leichter, weil sie mehr noch als der Politik ihr Leben der Lehre, der Wissenschaft und der Ausbildung junger Studierender gewidmet hat. An der Universität hat sie Generationen von Juristinnen und Juristen geprägt. Ihre Hörsäle waren voll, schon damals, als es noch keine Präsenzcredits gab. In ihrem pädagogischen Ansatz sind erneut Parallelen zu Jeanne Hersch auszumachen, mit der die Boni-Preisträgerin auch persönlich verbunden war. Ich zitiere: Erziehung setzt keineswegs irgendeine dogmatische Lehre voraus, als einzig möglichen Weg. Nein, sie soll nur die Chancen der verantwortlichen Freiheit jedes Menschen vergrößern. Ende Zitat. Unzähligen hat Madame Sandow diesen Weg der Eigenverantwortung gewiesen. Noch immer mit 74 Jahren ist diese außerordentliche Dame und originelle Denkerin aktiv in der Synode der Evangelischen Landeskirche, schreibt wissenschaftliche Artikel zum Privatrecht und vermischt sich mit unverminderter Lucidität und spitzer Feder in die gesellschaftspolitische Debatte ein. Als Forum ist die NZZ am Sonntag einem Block gewichen. Das wird nur denjenigen als paradox erscheinen, welche ihre kritischen Auseinandersetzungen mit den Social Media und deren Eindringen in allzu Privates nicht richtig verstanden haben. La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Le prix Boni pour la liberté 2016, doté de 100 000 francs, appartient à Madame le professeur Suzette Sandow, puisqu'elle est une vraie libérale dans l'âme,
puisqu'elle a consacré sa vie professionnelle, pédagogique et politique à la liberté, et puisqu'elle a enseigné et influencé une génération entière de juristes en Suisse romande grâce à sa rigueur et sa voix claire. Madame, au nom de la Fondation, j'aimerais bien exprimer notre reconnaissance et je vous félicite de tout mon cœur. Herr Brechbühl, ich danke Ihnen für Ihre so freundlichen und wunderbaren Worte, deren ich absolut nicht würdig bin. Und jetzt werde ich auf Französisch weitersprechen. Zwei Worte. Cher Jean-Pierre, tu es un homme qui aime la liberté. Alors je crois que d'avoir accordé ce prix à quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais je ne crois pas au mérite, comme protestante, c'est une chance folle. Hein? Je pense que c'est une sorte de symbole de liberté, parce que nous sommes libres de penser qu'il n'y a pas de Rösti-Graben. Je crois qu'il y a un Rösti-Brück, parce qu'on aime les Rösti des deux côtés de la Sarine. Alors ça, c'est sûr. Et puis, nous sommes libres de penser qu'il n'y a pas de guerre des langues en Suisse. Je trouve cette guéguerre idiote dans laquelle la Confédération voudrait intervenir contre tout principe fédéraliste. C'est au canton d'être libre de décider pédagogiquement du moment où on commence à enseigner une des langues difficiles du pays. Merci, merci et tous mes voeux aussi bien à toi qu'à la Fondation. Merci encore. Monsieur Brechbühl. Voilà.